Hallo, mein Name ist Marita. Ich komme aus dem schönsten Kreis der Welt, aus dem Kreis Warendorf. Heute möchte ich eine sommerliche Bowle vorstellen. Dazu habe ich 3 verschiedene Früchte ausgewählt, die Ananas, die Kirsche und auch den Pfirsich. Alles 3 kann man gut frisch verwenden, bitte säubern, entsteinen und in mundgerechte Stücke schneiden. Für diejenigen, die keine frischen, obstigen Sachen haben, können das Ganze aus dem Glas oder aus der Dose verwenden. Auch da empfehle ich immer noch mal nachzuschauen, ob die Stücke auch so groß sind, dass es angenehm im Mund ist. Da wäre es dann gut, dass man das abgießt, seinen Saft auch auffängt und die Früchte in ein großes Bowlegefäß füllt. Die frischen Früchte natürlich auch. Das Ganze füllt man mit Amaretto auf. Ich gieße das hier nochmal auf. Und das muss ungefähr 24 Stunden ruhen. Also gut kalt in den Kühlschrank stellen, sodass die Früchte sich gut einsaugen können mit dem Amaretto. Am nächsten Tag gehe ich dann hin und fülle das Ganze auf. Gerne mit Sangria. Für den, der mag, kann ich auch den Saft, den ich aufgefangen habe aus den Früchten, auch dazugeben. Somit verlängere ich das Ganze. Wer mag, kann auch Sekt dazugeben oder auch Wein. Oder wer mag, wenn es ganz warm ist, anstatt Sekt und Wein, einfach mit Wasser. Ich würde meine Gäste einfach fragen, das Ganze gut durchrühren. Dann kann ich das in Bowle Gläser auffüllen. Und wer mag, dazu reiche ich dann gerne Vanilleeis. Einmal für die Cremigkeit und auch lecker für den Geschmack. Das Ganze serviere ich gerne mit einer Gabel, damit man auch wirklich gut an die Früchte kommt. Bei uns ist das erfahrungsgemäß so, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass Reste bleiben, weil die Gäste das wirklich gerne schätzen. Und dadurch, dass ich immer schaue, dass nicht allzu viel Alkohol drin ist, ist das auch ein Getränk, wo ich 1, 2, 3 Gläser wirklich gut davon genießen kann. Wenn dann trotzdem mal Reste bleiben, gehe ich gerne hin. Erstmal ist der Topf dann wesentlich leerer und bereite das dann als Marmelade zu. Auf dem Gelierzucker steht immer drauf, also 3:1, 2:1, je nachdem, was man wählt. Die entsprechende einmal abmessen, das entsprechende Verhältnis zum Zucker wählen und das Ganze aufkochen. Wer mag, püriert es, aber ich lasse es auch immer gerne stückig, weil ich auch gerne Stücke beim Brot habe und das gerne mag. Somit ist alles verwertet und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen.